Etwa 70.000 Begeisterte sind in die Stadt des 7. Turn- und Sportfestes und der 9. Kinder- und Jugendspartakiade gekommen, um das seit Wochen mit Spannung erwartete Europameisterschaftsqualifikationsspiel gegen Belgien direkt zu erleben. Das ist zweifellos auch ein Vertrauensbeweis unserer Mannschaft, die hier gemeinsam mit der belgischen, angeführt vom Schiedsrichtertrio aus Irland, in die Arena einzieht, hat es jetzt in der Hand, mit einer guten Leistung das Publikum sofort als 12. Mitspieler zu gewinnen. Vorn der irische Unparteiische John Carpenter, seine Kollegen in Birmingham und Kalleka. Links die DDR-Mannschaft, rechts die belgische. Unter den 70.000 auch Vertreter von 33 vorbildlichen Fußballsektionen, die heute im Interhotel Stadt Leipzig von DFV-Präsident Prof. Dr. Günter Erbach ausgezeichnet wurden, einer schönen Tradition folgen. Die meisten unter Ihnen, verehrte Fußballfreunde am Bildschirm, werden schon erkannt haben, keine Veränderung gegenüber den angekündigten Formationen. Hier John Carpenter, links Birmingham, rechts Kalleker. Gleich werden wir die DDR-Mannschaft einblenden. Die beiden Kapitäne werden aufeinander zukommen. Rüdiger Schnupphase von der DDR-Mannschaft und Erik Gerrits. Links Rüdiger Schnupphase, rechts Erik Gerrits. Der Fußballer des Jahres aus Belgien. Wer gewinnt die Wahl? Rüdiger Schnupphase. Und hier die Mannschaft der DDR. 1 Rotwaleit, 2 Kreer, 3 Trilov, 4 Schnupphase, 5 Stamann, 6 Trautmann, 7 Liebers, 8 Dörner, 9 Streich, 10 Richter und 11 Kühn. Also wie angekündigt. Die Gäste aus Belgien werden in folgender Formation antreten. Mühneraun Nummer 1, 2 Gerrits, 3 Millekamp, 4 Möwes, 5 De Grote, 6 Verkouteren, 7 Van der Elst, 8 Van der Smissen, 9 Van den Berg, 10 Puck und 11 Köhlemans.
Konzentration auf den Anstoß. Die DDR-Mannschaft auf ihrem Bildschirm von rechts nach links. Die Belgier in ganz roter Spielkleidung im Ballbesitz. Ich möchte mich jetzt nicht lang und breit über die Klasse der Belgier auslassen. Dazu ist in den vergangenen Tagen viel geschrieben und gesprochen worden. Vielleicht können wir uns auf diese Formel einigen. Die Rollen sind klar verteilt, ohne Augenzwinkern. Belgien ist der Favorit, unsere Elf der Außenseiter. Und jetzt gilt es, keine Angst, keinen übertriebenen Respekt vor dem weltbekannten Namen der Gästespieler zu haben, sondern mit Leidenschaft und Konzentration den Belgiern unser Spielkonzept aufzuzwingen. Wie schwer das ist, das wissen wir alle. Warten wir also ab, was uns die folgenden Minuten bringen werden. Stammann. Richter mit der 10. Auswahltrainer Dr. Rudolf Krause formulierte seine Absicht mit den Worten: Wir wollen angriffsorientiert spielen aus allen Reihen, aber auf keinen Fall ein Alles oder Nichts riskieren. Köhlemans. Trilov, letzter Mann. Schnupphase Kühn. Foul von Gerets an Kühn. Das könnte auch eine interessante Paarung werden. Gerets bekannt als Offensivverteidiger. Kühn soll ihn zumindest bis zur Mittellinie verfolgen. Wenn Gerets dann weitermarschiert, soll diese Aufgabe Liebers übernehmen. Trautmann, Kreher, sehr schön gemacht. Schnupphase. Ja, diese Attacke von Libero Möls hat schon bewiesen, die Belgier werden nicht zimperlich zu Werke gehen in den Zweikämpfen. Die meisten groß gewachsen, über 1,80 Meter. Mölfs, einer der Routines, 31 Jahre. Hier haben wir das Duell gesehen. Stammann, Vandenberg. Mölfs. Gerets. Wenige Minuten vor dem Anpfiff sagte mir der belgische Kommentator, es könnte sein, dass unsere Mannschaft nur mit einer typischen Spitze aufwartet, mit Vandenberg und mit 5 Mann wechselweise aus dem Mittelfeld kommend. Van der Elst, zweifacher Torschütze gegen Schottland. Dörner. Kühn, Liebers. Schnupphase.
Streich in seinem 90. Länderspiel. Hoffen wir, dass es ein erfolgreiches für ihn wird. Hier der Mann mit der Nummer 9 im Vordergrund. Im Tor Jacques Munaron. Für Pfaff, der nach einer Operation noch nicht wieder das volle Leistungsvermögen hat. Im zweiten A-Länderspiel. Sein erstes gegen die UdSSR bei der Weltmeisterschaft. Liebers. Kühn. Kuck, Mittelfeldlenker der Gäste. De Grote. Abseitsposition von der Nummer 7 von Van der Elst. Fünf Spieler kommen vom RSC Anderlecht. Sie bilden sozusagen die linke Spielachse mit De Grote, mit Kuck, mit Verkauteren und Vandenberg. Drei Spieler von Standard Lüttich. Das sind die zwei Blöcke der belgischen Nationalmannschaft. Kuck. Dörner. Trautmann. Achtung, Köhlemanns. Sehr schön gemacht. Raffiniert von Streich. Nein, einen Elfmeter kann man da nicht bekommen. Hier die Bank der DDR-Nationalmannschaft, links Dr. Rudolf Krause, daneben Assistenztrainer Klaus Petersdorf. Trilov muss an die Seitenlinie, muss sich behandeln lassen. Schnupphase hat jetzt die Libero-Position bezogen. Klares Foulspiel von Millekamp. Diesen Millekamp hat Trainer Guy Theiss in die Mannschaft genommen. Ein defensiver Spieler. Vielleicht auch mit einem Seitenblick auf Streich. Freistoßmöglichkeit. Dörner. Das Publikum geht mit. Streich im Bild. Van der Smissen. Gerrits. Damit müssen wir häufig rechnen, dass Gerrits auf der Rechtsaußenposition auftaucht. Hier sehen wir Norbert Trilov, der behandelt wird von Dr. Eismann und dem Masseur Walter Schenk.
Dörner, Trautmann, Liebers, Stahmann. Norbert Trieloff läuft wieder aufs Feld. Wir sind wieder vollzählig. Zwei Pärchen zeichnen sich deutlich ab. Schnupphase van der Elst und Stahmann van den Berg. Van der Smissen. Richter. Ausheber von Cook. Ein Blick auf die belgische Bank. Guy Thijs, der 60-Jährige, heute in seinem 50. Länderspiel, wo die belgische Nationalmannschaft betreut. Das sah etwas spektakulärer aus, als die Attacke von Trautmann gegen Cook war. Köhlemans mit einer Prellung in dieses Spiel gegangen. Und Theis meinte, er könnte der Einzige sein, der 90 Minuten nicht durchsteht. Gut 13 Minuten gespielt im Leipziger Zentralstadion zwischen der DDR-Mannschaft und der Vertretung Belgiens. Nach wie vor 0:0 für all jene Zuschauer, die vielleicht etwas später hinzugekommen sind. Trautmann. Kreer. In die Zange genommen, Dieter Kühn.
Liebers auf Streich. Erster Eckball für die DDR-Mannschaft und man kann zu diesem Zeitpunkt sagen, erfreulich, kein Verfall bisher in Hektik. Es wird ohne übertriebenen Respekt gegen diese belgische Mannschaft gespielt, wenn freilich eine zwingende Torschance bisher noch nicht zu verzeichnen ist. Eine Viertelstunde im Zentralstadion, vor gut 70.000 Zuschauern gespielt, 0:0, DDR gegen Belgien, die Belgier im Konter, Vandenberg auf De Grote und erster Eckball für die Belgier, nach Ecken 1:1. Hier haben die Belgier ihre Stärke angedeutet, nach einem DDR-Angriff sofort schneller Konter mit Zielstrebigkeit. Trilov wagte sich das erste Mal in den Angriff. Möfs. Verkauteren. Vandenberg! Nein, der Ball wurde mit der Hand mitgenommen von Van der Elst. Dafür kann es auch eine Verwarnung geben. Die Fahne war sofort oben. Achtung! Vandenberg und eindeutig mit der Hand Van der Elst. Aber ungeachtet dessen, mit drei Zügen die Belgier vor unserem Tor. Das ist ein Warnzeichen. Hier schnappte zum ersten Male die perfekte Abseitsfalle der Belgier zu. Van der Elst. Cook. Van der Smissen. Weiter geht's. Gut verzögert von Streich und dann der Pass auf Kreer. Van der Smissen. Köhlemanns in diesem Falle gut abgeschirmt vom kopfballstarken Stamann. Zweiter Eckball für die Belgier. Eckenstand 2:1 für die Gäste. Spielstand 0:0. Abseitsposition
Abseitsposition von Vandenberg. Streich bisher mit viel Tatenfreude, mit einem relativ großen Laufpensum auf beiden Flügeln zu finden. Trautmann. Gut gesehen von Liebers. Ja, schon die zweite Unsicherheit bei Kreher. Das wird auch eine schwierige Aufgabe für Rüdiger Schnupphase, denn Van der Elst, das deutet sich jetzt schon an, schleppt ihn über den ganzen Platz. Abseits Vandenberg. Dörner, sehr schön gemacht. Hacke von Trautmann. Jacques Mugneron. Nachgehackelt von Van der Elst. Foul an Richter von Verkauteren. Sehr schön gemacht von Streich. Mit technischer Akkuratesse. Der Beifall kommt sofort. Wirkungsvollster Stürmer bisher. Aber natürlich dicht beschattet von zwei Mann.
Gute Ballübernahme. Dann wurde Liebers gesperrt. Unkorrekte Attacke von Krea gegen Vandenberg. Cook, ein Freistoßspezialist. Jetzt mal 4 gegen 4. Schlechtes Passspiel von Stahmann auf Richter, wobei Richter auf der rechten Flanke noch nicht so zum Zuge kommt. Cook, Köhlemanns. Möws. Streich auf Kühn und jetzt kommt sogar die Sonne etwas heraus. Erstmal Sonnenschein am heutigen Tag über dem Zentralstadion, nachdem es am frühen Nachmittag doch ziemlich stark geregnet hatte. Liebers. Abstoß deutet Carpenter an. Aber das ist genau das, was wir brauchen, dieser Mut, zur Grundlinie durchzustoßen. Jacques Mineron. Erst 2 alle in das Spiel, aber mindestens schon 20 Cup-Spiele mit dem RSC Anderlecht. Mit dieser Mannschaft ist er ja bis ins Halbfinale des UEFA Cups vorgedrungen. Auch die andere belgische Mannschaft, Thor Watershey, erreichte das Halbfinale. Und das dokumentiert natürlich auch die Stärke des belgischen Fußballs. Van der Smissen. Matthias Liebers. Mittlerweile 30 Minuten gespielt im Zentralstadion Leipzig. 0:0 der Stand zwischen der DDR-Mannschaft und der Vertretung Belgiens. Bisher muss man sagen, in der Spielanlage die DDR-Mannschaft recht gefällig, aber vor dem gegnerischen Strafraum noch nicht explosiv genug.
Liebers. Sehr guter Einsatz von Schnupphase. Achtung, abseits Hans-Jürgen Dörner. Das zweite Mal, dass wir in die von Möwes organisierte Abseitsfalle der Belgier getappt sind. Aber das passierte natürlich auch schon anderen Mannschaften. Beim 0:0 zwischen der BRD und Belgien liefen die Spieler des Vize-Weltmeisters 19 Mal ins Abseits. Die Schotten in Brüssel 14 Mal. Van der Elst. Van der Smissen. Ein torgefährlicher Spieler, vor allem ein kopfballstarker Mann. Gerrit. Trilov. Gelbe Karte für Möwes. Freistoßmöglichkeit für die DDR-Mannschaft. Zuletzt versuchten sich in dieser Beziehung vornehmlich Dörner und Streich. Dörner. Die Attacke von Kühn war nicht unfair. Vorausgegangen. Achtung, Streich sehr raffiniert gemacht. Ich glaube, die Gesten von Gerrit und Kühn deuten es an. Verständnis von beiden Seiten. Münderon steht auch schon, der belgische Torwart. Eins dürfte feststehen, allzu viele Tormöglichkeiten werden uns die Belgier nicht gestatten. Deshalb heißt es umso mehr, die wenigen, die sich bieten, möglichst konzentriert zu nutzen. Richter. Vandenberg, Van der Smissen, Köhlemans. Und die Gefahr ist da. Die Gefahr ist da. Van der Elst. Nach Ballverlust von Liebers. Dieser Konter. Köhlemans. Schnupphase ist nicht bei ihm. Und ein Kopfballtorpedo Van der Elst schlägt ein, und das nach 36 Spielminuten. Noch einmal aus dieser Perspektive. Mutterseelen allein, Aufsetzer, keine Chance für Rotwaleit. Das, was wir verhindern wollten, konnten wir nun doch nicht verhindern. Eine belgische Führung.
Man braucht kein Prophet zu sein, um festzustellen, dass es nunmehr ganz, ganz schwierig für unsere Mannschaft wird. Denn jetzt haben die Belgier natürlich ein Spiel nach ihren Vorstellungen vor sich. Sie können die Abwehr noch mehr verdichten und noch mehr auf das Konterspiel bauen. Richter gelingt bisher am rechten Flügel so gut wie nichts, leider. Der Ball springt ihm oft zu weit vom Fuß. Streich. Liebers, Schlupphase. Streich, eine Möglichkeit zum Schießen. Er fackelt auch nicht lange. Aus der Torperspektive. Gerrits. Liebers. Das Spiel der Belgier wird lockerer. Dörner, Trautmann, Liebers, das Mittelfeldtrio. Trieloff. Streich. Sehr schön. Nein, da war nichts. Korrekt gestoppt. Vandenberg. Köhlemanns. Köhlemanns liegt in der Nähe der Mittelfeldlinie am Boden. Schiedsrichter Karpner unterbricht auch die Partie zu diesem Zeitpunkt. Die 40. Spielminute läuft. 1:0 Führung für die belgische Mannschaft durch ein Tor von Van der Elst. Erzielt per Kopf in der 36. Spielminute. Und das brachte natürlich unter die gut 70.000 hier im weiten Rund einige Ernüchterung.
Liebers. Stamann. Richter verheddert sich, kann keinen Ball behaupten. Streich auf Richter. Dörner. Gut 2 Minuten bis zur Pause. Belgische Führung von 1:0 im Konter über Möfs und über den Torschützen van der Elst. Möfs. Jetzt ein Tor der DDR-Mannschaft noch vor der Pause, das könnte natürlich erheblichen Auftrieb geben. Gütheis dürfte ganz zufrieden sein mit der 1:0-Führung seiner Mannschaft. Van der Smissen. Kühn verliert nahezu jeden Zweikampf gegen Gerrits. Fehlpass von Liebers. Jetzt wird es natürlich wieder gefährlich. Den Köhlemanns hat freie Bahn. Rotwalei zögert. Trieloff schloss da die Lücke. Vielleicht die letzte Aktion vor dem Halbzeitpfiff. Van der Elst, der 28-Jährige. Kuck. Liebers. Trautmann. Carpenter schaut auf die Uhr. Ja, jetzt haben wir es mal verstanden, die Abseitsfalle der Belgier zu umgehen. Krea. Aber dann diese Fehlpässe. Der Halbzeitpfiff von Schiedsrichter Carpenter kommt. 1:0 Führung der belgischen Mannschaft durch ein Tor von Van der Elst per Kopf erzielt in der 36. Spielminute. Und diese Führung der Belgier geht alles in allem
in Ordnung, weil die Mannschaft variabler, schneller im Konter spielte. Wir gefällig in der Spielanlage waren, aber nur bis zum gegnerischen Strafraum. Dann fehlte es am Durchsetzungsvermögen. Allein Streich war es, der die Belgier einige Male zur Konzentration zwang. Ansonsten wirkten wir leider am heutigen Tage bisher flügelarm. Aber wir haben noch 45 Minuten vor uns. Warten wir ab, was die uns bringen. Und hier vom Zentralstadion in Leipzig schalten wir zunächst zurück ins Studio nach Berlin. Und Gelegenheit, vielleicht noch um zwei, drei Szenen einzuspielen, die notierenswert waren in der ersten Halbzeit. Wir sehen hier die Belgier im Ballbesitz mit Kapitän Gerrits. Neuling de Grote. Pass auf den sich lösenden Libero Möfs. Verkauterin. Vandenberg und Van der Elst, aber mit der Hand. Zu Recht abgepfiffen vom Unparteiischen aus Irland von Carpenter. Das allerdings Van der Elst hier mit einer Verwarnung, die nicht gegeben wurde, davon kam. Hier die Szene nochmal. Muss doch etwas überraschen. Aber die Belgier hatten zu dieser Zeit schon ihre Gefährlichkeit angedeutet. Die DDR-Mannschaft über Trautmann Dörner. Sehr schön gemacht von Streich. Und bevor der belgische Abwehrspieler weiß, wo der Ball ist, hat der beste DDR-Stürmer abgedrückt von den Flügeln in der ersten Halbzeit. Leider weit weniger Wirkung. Die DDR-Mannschaft legte in den ersten 45 Minuten Wert auf ein ruhiges, sicheres Flachpassspiel. Aber es gab natürlich auch zu wenig auflockernde Dribblings. Kaum, dass einmal zwei, drei Belgier in der Mittelfeldzone ausgespielt wurden. Achtung, wir haben Einwurf. 36. Spielminute. Trilov, der Libero. Liebers, schlechtes Passspiel. Und jetzt die Konterattacke der Belgier. Jetzt über de Grote, den Linksverteidiger. Vandenberg. Van der Smissen, Köhlemans. Und jetzt Van der Elst. Völlig frei, Mutterseelen allein. Und sein Gegenspieler Schnupphase weit und breit nicht bei ihm zu sehen. Ein typisches Tor, was wir verhindern wollten, aber am Ende doch nicht verhindern konnten. Aufsetzer, kaum eine Chance für Bodo Rotweiler heranzukommen. Das Tor nochmal aus der anderen Perspektive. Köhlemans. Van der Elst. Sicher mit ein wenig Glück wäre Rotweiler noch an diesen Ball herangekommen. Aber insgesamt natürlich eine verdiente Führung der belgischen Mannschaft, die insgesamt doch variabler spielte, gelöster auftrumpfte. Wenngleich die DDR-Mannschaft im Feld durchaus einen passablen Eindruck hinterließ. Aber wie gesagt, in der torgefährlichen Zone es doch an Explosivität fehlte. Da war es wirklich nur Streich, der mit zwei, drei Aktionen Torwart Münaron und die belgische Abwehr zur Aufmerksamkeit zwang. Wir werfen gemeinsam einen Blick in den Tunnelgang, wo jetzt beide Mannschaften, angeführt vom Schiedsrichterkollektiv aus Irland, den Rasen des Zentralstadions betreten werden. Und vielleicht, wie es immer so ist bei solch einem Spielstand, klammert man sich ein wenig an die Vergangenheit hier. Guy Thijs, der 60-jährige Trainer der Belgier, in einem EM-Spiel 1979 lagen wir gegen Polen auch mit 0:1 zurück und gewannen am Ende noch 2:1. Streich war damals der Schütze des DDR-Siegestores. Aber diese belgische Mannschaft ist natürlich auf dem Höhepunkt. Vize-Europameister,
bei der Weltmeisterschaft bis in die zweite Finalrunde vorgedrungen. Das sind natürlich Attribute, die für sich sprechen. Und eine Mannschaft, die sich im Wesentlichen auf Aktive von RSC Anderlecht und Standard Lüttich stützt, ist natürlich eingespielt. Selbst bei dem 0:0 1978 in Magdeburg waren schon Gerrits, Cook und Van der Elst dabei. Auf DDR-Seite nur Dörner. Das ist der belgische Spieler mit der Nummer 13. Barke, auch ein Stammspieler, war mit im spanischen Aufgebot. Eigentlich Linksverteidiger, vom SK Beveren war es. Es könnte sein, dass Köhlemans, der mit einer leichten Blessur in diese Partie ging, in der Kabine geblieben ist. Aber warten wir. Dr. Rudolf Krause, die DDR-Mannschaft kommt. Auf den ersten Blick ist keine Auswechslung zu erkennen. Die beiden Kapitäne im Gespräch, Gerrits links und Schnupphase. Tja, wollen wir sehen, wer von der belgischen Mannschaft in der Kabine geblieben ist. Köhlemann sehe ich gerade, er kommt mit auf das Feld. Wir werden das gleich überprüfen. Ich würde sagen, machen Sie sich zu Hause noch einmal gemütlich. Lehnen Sie sich in den Sessel. Wir alle hoffen auf eine Steigerung der DDR-Mannschaft in den zweiten 45 Minuten. Das 0:1 kommt keinesfalls überraschend, keine Frage. Aber wie Uwe Grandl schon angedeutet hat, umgekehrt wäre es uns allen wohl lieber. De Grote, der Linksverteidiger, ist offenbar in der Kabine geblieben und für ihn spielt ab der 46. Spielminute also Barke. Das ist kein Verlust für die belgische Mannschaft. Ein 26-Jähriger in seinem 15. Länderspiel. Wir konzentrieren uns auf den Anstoß der DDR-Mannschaft von links nach rechts. Die zweiten 45 Minuten laufen. Und keine Frage, bei diesem Spielstand muss das Angriffsrisiko erhöht werden. Hier Barke. Inzwischen auch die offizielle Zuschauerzahl bekannt gegeben. Exakt 75.000 hier im Leipziger Zentralstadion. Verkauterin. Dörner mit viel Spielraum im Mittelfeld. Krautmann. Ja, das war eine Falleinlage von Cook. Wölfs, seit Jahren ein Gespann mit Millekamp. Kreer.
Dörner Liebers, Dörner. Liebers. Ich würde meinen, Liebers gegenüber den letzten Länderspielen verbessert. Ja, die ersten Minuten zeigen, die DDR-Mannschaft will noch einmal kämpferisch aufbegehren. Ich hoffe, dieses Andrucken war kein Strohfeuer. Köhlemanns. Van der Elst. Gegen De Grote kam Hans Richter, der Karl-Marx-Stetter, nicht wie gewünscht zum Zuge. Vielleicht gelingt ihm das gegen Barke besser. Freistoß Dörner. Starmann auf Dreher. Die Fahne war oben. Die Abseitsfalle der Belgier hat zugeschnappt. Aber vielleicht interessant, die Belgier sind dreimal in unsere Abseitsfalle gelaufen. Wir auch nur dreimal. Barke. Ja, das ist natürlich etwas Eingespieltes. Überhaupt zu bemerken ist, die Belgier haben auf der linken Seite alles links beinahe. Vorher De Grote, jetzt Barke, dann Cook, dann Verkauteren. Wir nicht einen. Ungeschickt gerempelt von Richter.
Ja, und hier fällt es deutlich auf, wie vielleicht kaum bisher im Spiel. Wir haben einfach zu wenig Akteure, die fähig sind im Dribbling. In der Mittelfeldzone schon. Zwei, drei Belgier zum Spielen. Denn dann könnte dieses Deckungsschema auch aufgelöst werden. Aber wir versuchen fast ausnahmslos alle Mittelfeldspieler sofort den Pass zu bringen. Dörner mit vielen guten, Trautmann mit Alibi-Pässen und auch Liebers. Kaum einer riskiert mal ein Solo. Und das öffnet natürlich nicht die belgische Abwehr, sondern hilft sie mehr zu verdichten. Wieder kein Dribbling, der Pass. Kühn. Und Richter hat die Möglichkeit. Acht Minuten in der zweiten Halbzeit. Kühn, geschicktes Prallen lassen. Richter. Das war die größte Möglichkeit zum Ausgleich. Total 53. Spielminute. Aber das müsste doch nochmal Auftrieb geben. Van den Berg auf Köhlemans. Van der Elst sprintet in die Gasse, hat auch den Ball. Van der Smith ein Kopfball stark und Van der Elst. Ein Konter, wie er im Buche steht. Perfektes Umkehrspiel. Und Van der Elst, der Torschütze. Zum 1:0. Zweifacher Torschütze übrigens beim 3:2 Sieg gegen Schottland. Trilov im Vorwärtsgang zu viel Fehler. Blitzartig herausgetreten von Mövs und Millekamp.
Liebers, alles in der belgischen Hälfte, bis auf Rotwallei. Aber was wird dann daraus gemacht? Mutiger Einsatz von Kühn. Möfs im Konter. Köhlemanns. Gut gestört von Liebers. Dörner. Gelb für Gerrits. Die Nummer 14 kündigt sich bei der DDR-Mannschaft an. Für Kühn kommt der Erfurter Heun. Dörner Freistoß und Stamann. Hier hat er seine Kopfballstärke ausgespielt. Der lang aufgeschossene Magdeburger. Liebers auf Heun. Erster Ballkontakt des Erfurters. Streich und Glanztat von Mignon. Aber ich muss auch sagen, der Erfurter Heun, geschickte Körpertäuschung vorher, sauberer Pass zu Streich, hat sich gut eingeführt. Eine Stunde gespielt im Leipziger Zentralstadion, nach wie vor 1:0 Führung der Belgier. Van der Elst war der Schütze in der 36. Spielminute, per Kopfball. Streich mit einem enormen Laufpensum in den ersten 45 Minuten, aber jetzt doch mit merklicher Zurückhaltung, wenn man einmal von dieser Aktion mit Heun absieht. Dörner. Hier haben wir den Erfurter. Die Fahne des Linienrichters war oben. Nicht der im Ballbesitz befindliche Heun war im Abseits. Streich stand im Abseits im Zentrum. Ja, die Belgier versuchen natürlich
ein wenig Tempo aus dem Spiel zu nehmen. Barke, das sieht gefährlich aus. Aber Stahmann klebte zum Glück am Vandenberg und bisher hat der Magdeburger sehr konzentriert seine Aufgabe gegen den torgefährlichen Mann Vandenberg mit der Nummer 9 erfüllt. Immerhin Vandenberg 1980 mit 39 Toren Europas bester Schütze. Dörner. Ludo Cook. Vandenberg, Verkauterin, Kuck, Dreieckspiel der Anderlecher. Ja, auch solche Spieler sind gegen derartige Reihenfälle nicht gefeit. Gerrits auf Van der Smissen. Gut, wie sich Trieloff da herausgewunden hat. Das war nicht einfach. Ja, ich nehme an, Heun wird es nicht leichter haben als Kühn. Gegen den spritzigen, körperlich robusten Gerrits. Und das ist nach wie vor ein Manko unseres Spiels, dass wir nicht konsequent über die Flügel kommen. Genauer gesagt, dass wir von da aus keine Wirkung erzielen. Verkauterin. Abtropfen gelassen und zum Glück Krea vor Vandenberg. Schon haben sich die Belgier wieder formiert. Schlupphase. Dörner. Mit vielen guten Pässen. Streich. Trautmann. Ja, hatte viel Zeit der Dresdner, keiner stand bei ihm. Da regierte die Überhast. Richter. Man kann ihm nicht ankreiden, dass er nicht kämpfen würde, keinesfalls, aber ihm misslingt nahezu alles. Van der Elst. Blitzschnell im Antritt vorbei.
Rotwaleit klärt. Van der Ell ist ähnlich wie der Schottes Drachen nicht auszuschalten. Man muss ihn auslaufen lassen oder um ihn herumspielen, wie das die Brasilianer mit Drachen gemacht haben. Andernfalls ist dieser quirlige Mann kaum zu stellen. Hier mit der 7. Dritter Eckball für die Gäste. 3:1 Führung nach Ecken für die Belgier nach Toren 1:0. Heun. Guck. Und Vandenberg. Wo ist Stahmann in diesem Moment bei ihm? Hier sprintet Vandenberg hinein. Stahmann bleibt wie versteinert stehen. Und damit 0:2. Verkauteren. Praktisch im Rücken von Stahmann läuft sich Vandenberg in die Schussposition. 23. Spielminute der zweiten Halbzeit. 2:0 Führung der Belgier. Und da haben wir es wieder einmal serviert bekommen. Stahmann sollte Vandenberg hautnah decken. Schnupphase Van der Elst. Und genau ihre Gegenspieler markieren die Tore. Und nachdem wir bereits in Schottland 2 Kopfball-Gegentore hinnehmen mussten, auch heute gegen die Belgier 2 Kopfball-Gegentore, das muss zu denken geben. Spielminute eingeblendet. 2:0 Führung des Favoriten, das muss man sagen. Und hier haben wir Martin Busse, den Erfurter, reingeworfen in dieses Spiel. Sein Länderspieldebüt. Verkauterin. Das ist jener Moment, wo das Publikum natürlich ungeduldig wird. Man muss fairerweise sagen, eine Stunde lang versuchte es unsere Mannschaft, den Rücken zu stärken. Aber insgesamt haben wir wohl doch zu wenig Angriffswirkung geboten. Verkauterin, verkappter Außenstürmer. Er serviert die Bälle links wie rechts. Liebers, Dörner. Heun. Kreer. Stahmann. Freistoßmöglichkeit für die DDR-Mannschaft. Die 27. Minute der zweiten Halbzeit läuft. Mignon dirigiert seine Abwehr. Sehr schöner Schuss. Sehr schöner Schuss von Streich. Für meine Begriffe bisher in der Gesamtwertung der beste DDR-Spieler.
zu sehr im Angriff auf sich allein gestellt. Fachteil bedeutet Carpenter, Dörner. Erst der Mann und dann der Ball, entscheidet Carpenter. Für Kauterin. Schön von Streich auf Dörner. Verkauterin. Ja, Vandenberg taut merklich auf. Hier der Mann mit der 9. Streich. Dörner. Zwei Mann bereits. In diesem Teufelswerk der Belgier verwickelt, in der bekannten, wie gefürchteten Abseitsfalle. Aber das ist es nicht, was uns insgesamt bisher entzaubert hat. Die Belgier erwiesen sich bisher als eine bis in die Fußspitzen gelassen auftrumpfende Elf. Keine Schnörkel, nüchterne Kalkulation. Alles auf den Zweck orientiert. Die letzte Viertelstunde bricht an im Leipziger Zentralstadion. Belgien führt 2:0 gegen die DDR-Mannschaft. Durch Tore von Van der Elst und Vandenberg. Die beiden Angriffsspitzen haben die Tore erzielt, obwohl sie zwei Sonderbewacher zugestellt bekamen mit Stamann und Schnupphase. Aber all das nutzte wieder einmal nichts. Die starke Ausrichtung auf die Stärken des Gegners haben sich am Ende wieder einmal als Schwächen unseres Fußballs bis hierher erwiesen. Barke. Ja, besser konnte es für Guy Thijs und seine Mannschaft nicht laufen. Belgien wird damit seine führende Position in unserer Europameisterschaftsgruppe untermauern können. Gerrits.
Streich, Pass auf Busse. Aber allein an dieser Aktion sieht man, wie geschickt die Belgier die eigene Abwehr verdichten. Keiner lässt den anderen Abwehrspieler auf mehr als 5 Meter allein. Rüdiger Schnupphase. Hier haben wir Guy Thijs, der 60-Jährige, ein ehemaliger Nationalspieler seit 1976. Betreut er die belgische Nationalmannschaft. Heute ist es sein 50. Länderspiel. Millekamp, der Vorstopper. Vandenberg. Ja, das war keine saubere Attacke von Libero Möfs, der schon mit einer gelben Karte belastet ist. Da ist der voll in den durchlaufenden Spieler hineingegrätscht. Ein belgischer Spieler liegt auch vor dem Strafraum am Boden und wird behandelt. Offenbar ist es der Erfurter Heun, der da getroffen wurde beim Durchlaufen. Insgesamt ein Spiel, das keineswegs mit Haken und Ösen geführt wurde. Aber im Kampf um den Ball gehen die Belgier natürlich nach wie vor und immer wieder bissig zu Werke. Das ist für uns eine Prüfung in Bezug auf Härteverträglichkeit in Zweikämpfen werden würde, war abzuwarten. Und allein die Zweikämpfe zwischen Kühn und Gerets haben dies vielleicht verdeutlicht. In der Summe der Zweikämpfe die Belgier überlegen. Freistoßmöglichkeit für die DDR-Mannschaft. Bleibt zu hoffen, dass Heun weitermachen kann. Denn wir haben ja bereits zweimal ausgewechselt. Und nicht zufällig hat Dr. Rudolf Krause beide Außenstürmer vom Feld genommen. Von da gingen keinerlei Impulse aus. Trotz Bemühens, was wir anerkennen wollen. Dörner und Streich stehen bereit. Abgefälscht und Tor! Na, wer sagt's denn? Wenigstens in seinem 90. Länderspiel, das 49. Länderspieltor. Achim Streich.
Ihm ist es auch am ehesten zu gönnen. Achten wir darauf. Vom Arm abgesprungen, unhaltbar für Münaron. Es war Köhlemanns. Von Köhlemanns Körper sprang der Ball ins Netz. Achimstreich, der Schütze. 38. Spielminute in der zweiten Hälfte. Dreiundachtzigste Spielminute total. Verkürzung der DDR-Mannschaft auf 1:2 durch diesen Freistoßtreffer des Magdeburgers Joachim Streich. Kuck, der Mann mit der 10, keinesfalls die überragende Figur im Mittelfeld. Aber in der Ensemblewirkung natürlich wirkungsvoll. Liebers. Kreher. Und Busse. Zweiter Eckball für die DDR-Mannschaft. Eckenstand 3:2 für Belgien. Nach Toren 2:1 Führung für Belgien. Streich. Stahmann ist mit vorn. Auch Schnupphase. Mit der 15 im belgischen Spiel, Kleisters für Möwes. Hier Möwes, der Libero mit der 4. Und Kleisters in seinem ersten Länderspiel. Der Mann mit der 15 von Tor Watershai, jener Mannschaft, die im Europapokal das Halbfinale erreicht hat. Drei, vier Minuten noch. 2:1 Führung der Belgier. Notbremse gegen Köhlemanns, gezogen von Trilov.
Fehler von Liebers. Und die Riesenmöglichkeit für die Belgier zum 3:1. Und Glück gehabt. Erwin Vandenberg, Torjäger Nummer 1 in Belgien. Schreckt zwar unsere Abwehr und Bodo Roth war leid, aber zum Glück hat er verzogen. Trilov. Van der Elst. Ganz links läuft Cook. Und Verkauterin. Ja, festgehalten. Schöner Rückpass, Busse. Noch einmal Eckball für die DDR-Mannschaft, die kämpferisch in dieser Schlussphase, vornehmlich nach dem Treffer von Streich, nochmal aufbegehrt. Busse und Millekamp. Eckball Dörner. Eine ganz kuriose Szene, fast alles in der Höhe der Mittellinie. Sowohl die DDR-Spieler als auch die belgischen. Offenbar jeder darauf orientiert, die Abseitsfalle zu stellen. Es könnte sein, dass Schiedsrichter Carpenter etwas nachspielen lässt. Es ist natürlich eine Gefahr, bei diesem Spielstand schon ein Resümee zu ziehen. Aber ich gehe davon aus, dass die cleveren Belgier sich diesen wertvollen Sieg in den Schlusssekunden nicht mehr nehmen lassen. Was soll man sagen? Viel wurde debattiert über die Aufstellung der DDR-Mannschaft. Aber welche Mannschaft wahrscheinlich auch immer hier aufgelaufen wäre, ob sie mehr Wirkung erreicht hätte, bleibt dahingestellt. Am Ende, simpel ausgedrückt, auf einen Nenner gebracht. Die besseren Fußballer, sollte es beim 2:1 bleiben, haben sich hier im variablen Konterstil verdientermaßen beide Punkte geholt. Die DDR-Mannschaft in der ersten Hälfte durchaus gefällig, mit genauem Zuspiel, aber ohne energischen Zuschnitt, ohne konsequentes Flügelspiel. Und so war es eigentlich nur Streich, der die vielfach gut geschlagenen Pässe von Dörner aufnahm und eine Gefahr für die belgische Deckung darstellte. Aber jetzt, vielleicht hat er es nochmal und trifft nur die Latte. Aber er unterstreicht eigentlich nur meine Worte. Von ihm allein ging jene Explosivität und Torgefahr aus, die man sich von allen Stürmern gewünscht hätte. Die Szene nochmal. Cook. Und sofort aus der Drehung. Und das Spiel ist aus. Ich habe versucht, alles zu sagen. Belgien gewinnt gegen die DDR-Mannschaft mit 2:1. Und vom Zentralstadion gehen wir zurück nach Berlin.